Ich hasse es, das zu sagen, aber glaubt, wir müssen doch mal zum Hütchenspieler gehen. Tritt näher! Lust auf ein Spielchen? Mit 25 Francs kannst du einsteigen. Oh mein Gott, da seht ihr die ganzen Fliegen hier? Also, ich würde das Zeug nicht mehr essen wollen. Warum nicht? Vielleicht habe ich ja Glück. Hervorragend! Lass uns gleich mit einer Aufwärmrunde beginnen. Wir spielen zunächst noch nicht um deinen Einsatz. Schau dir erstmal in Ruhe alles genau an, damit du das Spiel verstehst und mir nachher keine Vorwürfe machst. Ach, den Trick kenne ich doch. Hier habe ich eine Holzkugel. Ich lege sie unter diesen Becher. Siehst du? Noch kann ich folgen. Jetzt bewege ich die Becher und vertausche ihre Positionen. Hm, alles klar. Denke schon. Wo ist die Kugel jetzt? Entscheide dich für einen Becher. Ich bin mir sicher, dass sie unterm Becher in der Mitte liegt. Genau. Siehst du, es ist ganz einfach, oder? So, jetzt wird's ernst. Wählst du den richtigen Becher, gewinnst du das Doppelte deines Einsatzes. Aber liegst du daneben, gehört dein Geld mir. Gut, fang an. Puh, das ging jetzt aber ein bisschen flotter als vorhin. Mit dem Einsatz steigt die Schwierigkeit, ist doch klar. Also, wo ist die Kugel? Ich sag Mitte. Die Kugel müsste unter dem mittleren Becher sein. Oder auch nicht. Oh, so ein. Ich hab eindeutig gefolgt, du Arsch. Ja, ja. Trick 17. Verdammt. Das Geld ist weg. Noch eine Runde? Das würde dir so passen. Nein, nein, mir reicht's. Schade. Vielleicht später. Schöner Mist. Der Kerl hat mich ganz schön ausgenommen. Ich muss mein Geld irgendwie zurückgewinnen. Aber der Kerl ist viel zu flink und raten zu riskant. Wie könnte ich es schaffen, die Position der Kugel jedes Mal eindeutig zu bestimmen? Da habe ich schon eine Idee. Wir machen die goldene Kugel rein. Der Hütchenspieler bewegt die Becher mit so wahnsinniger Geschwindigkeit, dass ich nie hundertprozentig weiß, wo die Kugel ist. Das Risiko, auch noch mein restliches Geld zu verlieren, ist eindeutig zu hoch. Ich fürchte, ohne eine Schummelei habe ich keine Chance. Nun denn, mal sehen, ob mir der Hütchenspieler etwas entgegenkommt. Schauen wir doch mal. Ah, du bist es wieder. Ich wusste ja, dass du es nochmal versuchen wirst. Ich spiele nochmal. Allerdings möchte ich sicher gehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Du unterstellst mir doch nicht etwa, dass mit meinen Bechern oder mit der Kugel etwas nicht in Ordnung ist. Versteh mich bitte nicht falsch. Keine Sorge. Ich habe nichts zu verbergen. Und ich werde dir beweisen, dass ich nicht betrüge. Ich spiele mit jedem geeigneten Objekt, das du mir gibst. Es darf nur nicht zu groß sein und muss unter die Becher passen. Also, womit sollen wir spielen? Wie wär's mit dieser goldenen Kugel hier? Kein Problem. Spielen wir also damit. Da ist er. Aber das verdoppelt den Mindesteinsatz. Jeder von uns setzt 50 Francs. Einverstanden. Dann lass uns anfangen. Nun, technisch gesehen müsste unter die Welle in der Mitte Becher sein. Verbirgt sich wohl deine goldene Kugel? Liegst du richtig, gewinnst du 100 Francs. Keine Reaktion. Die goldene Kugel ist demnach nicht unter dem mittleren Becher. Obwohl sie von der Bewegung her eigentlich dort sein müsste, also. Der ist gut. Der Detektor zeigt nichts an. Darunter ist die goldene Kugel also nicht. Ach, sicherheitshalber. Gepriesen sei die moderne Wissenschaft. Der Aurum-Detektor hat kurz aufgeleuchtet, also muss die goldene Kugel unter dem rechten Becher sein. Wenn der Detektor funktioniert, muss sich die goldene Kugel unter diesem Becher befinden. Also schön. Na dann. Die Kugel ist ganz zweifellos unter dem rechten Becher. Ja, tatsächlich. Volltreffer. Glück gehabt. Das kannst du laut sagen. Hier sind deine 100 Francs. Wie wäre es mit einer Revanche? Natürlich. Warum nicht? Ich scheine ja gerade eine echte Glückssträhne zu haben. Sehr gut. Wir verdoppeln den Einsatz erneut. Das heißt, jeder von uns legt dieses Mal 100 Francs auf den Tisch.
Wenn du wieder richtig liegst, gehören die 200 Francs dir. Andernfalls bin ich der Glückliche. Einverstanden? Einverstanden. Ist zwar eine Menge Geld, aber ich fühle mich irgendwie unschlagbar. Also dann, ich leg die Kugel wieder in die Mitte. Von mir aus kann's losgehen. Streng dich diesmal ruhig ein bisschen mehr an. Nun, wo ist die goldene Kugel? Also von den Bechern her wirklich wieder in der Mitte, also. Keine Reaktion. Die goldene Kugel ist demnach nicht unter dem mittleren Becher. Ich fass es nicht, wie macht er das? Fehlanzeige. Der Detektor zeigt nichts an. Ja, und zur Sicherheit, ich trau dem Burschen nicht. Treffer. Die Lampe des Detektors hat kurz aufgeleuchtet. Linker Becher. Hundertprozentig. Bist du dir wirklich sicher? Ich meine, es geht um eine ganze Stange Geld. Du kannst mich nicht verunsichern. Linker Becher, sag ich. Wie du meinst. Hoho. Verflixt! Du hast schon wieder Glück gehabt! Unfassbar, oder? Hier sind die 200 Francs. Mir reicht's für heute. Meine Frauen bringen mich um, wenn sie die Kasse sehen. Keine weitere Revanche? Nein, heute nicht mehr. Deine Glückssträhne ist mein Ruin. Tja, dann nichts für ungut. Ich verschwinde. Ja, viel Glück brauche ich dir ja nicht zu wünschen. Jetzt habe ich endlich genug Geld für die Kaution des Professors. Ja, Halleluja. So, hier ist die Kohle. Werd glücklich damit. Hören Sie. Oui. Ich habe hier die Kaution für Professor Hayes. Die ganze Summe? 200 Francs, ja. Nun gut, dann darf Monsieur Hayes seine Zelle verlassen. Na schön. Kommen Sie, Hayes. Sie dürfen gehen. Au revoir. Sind Sie in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Vielen Dank, Junior. Lassen Sie uns gehen. Es gibt einiges zu besprechen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie in diese Kaschemme geführt habe. Aber solange sich der gute Monsieur Lacoste noch in meinem Laden rumtreibt, ist dies sicher der bessere Ort für eine ungestörte Unterredung. Machen Sie es sich bequem. Es ist eine lange, aber auch sehr spannende Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte. Und keine Sorge, ich werde Sie ganz sicher nicht langweilen. Das mag sein, Professor. Nur ein klitzekleiner Hinweis. Das hier ist kein Hörsaal und ich bin keiner Ihrer Studenten. Ich suche meinen Freund und die Nazis sitzen mir im Nacken. Nun, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber wenn Sie Ihren Freund finden wollen, müssen Sie verstehen, worum es bei Ihrer Suche geht und was Sie am Ende erwarten könnte. Na schön. Legen Sie los. Meine wissenschaftlichen Forschungen beschränken sich fast ausschließlich auf Tibet. Die Religion, die Geheimnisse und die Legenden des Landes haben mich schon als jungen Mann fasziniert. Im Laufe der Zeit wurde ich ein gefragter Tibet-Experte, hatte einen Lehrstuhl und bekam sogar hin und wieder Geld für Expeditionen. Die letzte dieser Expeditionen war jene mit Yen Guang. Wie Sie wissen, fanden wir einen toten Mönch, Kartenfragmente und diesen Kristall. Das Drachenauge. Genau. Die Überreste der Karte lieferten Hinweise auf ein geheimes Kloster im Kembalung-Tal. Nun war ich bereits während meiner Studien und auf früheren Reisen immer wieder auf Legenden um ein verborgenes Tal gestoßen, in dem sich der Eingang zum legendären Shambhala befinden soll. Der Begriff Shambhala war mir also nicht unbekannt. Damals wusste ich allerdings nur, dass Shambhala für die Buddhisten ein Königreich ist, in dem eine Dynastie erleuchteter Könige die geheimsten Lehren des Buddhismus behüten soll. Natürlich ging ich immer davon aus, es handle sich dabei um ein mystisches Königreich im Geiste, allenfalls erreichbar durch Meditation oder sonstige religiöse Übungen. Ah, Sie wissen schon. Dass es diesen Ort aber
tatsächlich im Hier und Jetzt geben sollte, ließ mich natürlich aufhorchen. Ich witterte die Möglichkeit einer sensationellen Entdeckung. Nun, leider fanden Yen Wuang und ich das Tal damals nicht. Ein zeitiger Wintereinbruch machte uns einen Strich durch die Rechnung und wir mussten aufgeben. Zu weiteren Expeditionen kam es bedauerlicherweise nicht, weil mir die entsprechenden Mittel fehlten. Dessen ungeachtet trug ich alles Wissen über Shambhala zusammen. Ich studierte die zugänglichen Quellen, übersetzte alte Texte neu und gleich einem Puzzle entstand so nach und nach ein Bild. Das Bild von einem rätselhaften Ort, dessen Macht unbeschreiblich ist. Was für ein Ort soll das denn sein? Ein uralter Ort. Nicht nur der Buddhismus, auch andere Religionen und Kulturen beziehen sich darauf. Dort, mein Freund, haben alle Fragen und alle Antworten ihren Ursprung. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sie sprechen in Rätseln. Geht's nicht ein bisschen konkreter? Ich suche nicht nach Erleuchtung. Ich möchte nur meinen Freund lebend wiederfinden. Das ist vielleicht nicht der schlechteste Grund. Grund wofür? Für die Suche. Die Suche nach Shambhala. Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Sie wollen also etwas Konkretes. Nun gut. Hier haben Sie eine ganz konkrete Geschichte. Sie ist das Ergebnis meiner jahrelangen Recherchen. Vor ungefähr 10.000 Jahren entdeckt ein Stamm von Jägern und Hirten ein riesiges Höhlensystem im Himalaya. Die geistigen Fähigkeiten der Menschen entwickeln sich dort plötzlich sprunghaft. Und der daraus resultierende technische Fortschritt ermöglicht es ihnen, in den Höhlen sesshaft zu werden. Den Menschen wird bewusst, dass dies ein ganz besonderer Ort sein muss. In seinem Zentrum ist eine Energie spürbar, die für die rasante Entwicklung verantwortlich zu sein scheint. Und diese Energie erweist sich für die Menschen als Geschenk der Götter. Sie nutzen diese Gabe zum Bau gigantischer unterirdischer Tempelanlagen. Schon im Lauf weniger Generationen entsteht so eine blühende Kultur. Wissenschaft, Kunst und Architektur erreichen ein Niveau, das dieser Zeit weit voraus ist. Die Menschen entwickeln neben einer komplexen Sprache auch eine erste vollständige Schrift. Die Energie selbst, in Verbindung mit den im Eiltempo gewonnenen Erkenntnissen auf medizinischem Gebiet, lassen die Menschen ein extrem hohes Alter erreichen. Krankheiten gibt es so gut wie keine mehr. Und diese Höhlen sollen Shambhala sein? Ja, davon bin ich fest überzeugt. Sie können es aber auch gerne anders nennen, falls Ihnen ein anderer Name eher zusagt. Ich weiß nicht. Klingt immer noch alles nach Märchen. Auch ohne Drachen. Nun ja, der Drache. Ich persönlich glaube ja, dass der Drache lediglich ein Symbol ist. Denn die Geschichte geht noch weiter. So? Irgendetwas muss passiert sein. Denn Shambhala wurde verlassen. Den genauen Grund kenne ich nicht. Aber was, wenn nicht eine Katastrophe, hätte die Menschen dazu veranlassen sollen, diesen wunderbaren Ort zu verlassen? Und Sie denken, diese Katastrophe hat was mit einem Drachen zu tun? Ganz genau. Der Drache steht vermutlich sinnbildlich für diese unvermittelt auftretende Katastrophe. Welche Art dieses Ereignis war, kann ich nur mutmaßen. Doch wahrscheinlich steht es im Zusammenhang mit der Energie des Ortes. Gut. Man hat Shambhala also verlassen, aber warum wird der Eingang dann heute noch bewacht? Nur wenige überlebten diese Katastrophe. Und sie hatten sicher gute Gründe dafür, aus ihrem Wissen um Shambhala ein wohlgehütetes Geheimnis zu machen. Sie bildeten eine verschworene Kaste von Priestern aus, die dieses Wissen von Generation zu Generation weitergaben und geben. Es gibt diese Priesterkaste immer noch? Natürlich. Sie sollten das eigentlich wissen. Schließlich waren Sie ja schon in einem Ihrer Klöster. Die Priesterkaste gründete weit entfernt von anderen Siedlungen zwei Klöster.
in denen das Geheimnis von Shambhala bewahrt werden sollte. Das erste Kloster wurde direkt über dem einzigen Eingang zu Shambhala erbaut, in einem schwer zugänglichen Tal namens Kembalung. Hier verblieb der Großteil der Priester, sowie eines der beiden Artefakte, die den Eingang zu Shambhala öffnen können. Sie glauben also wirklich, dass die Kammer mit den Schriftzeichen nach Shambhala führt? Das würde doch aber bedeuten, dass Richard jetzt dort ist. In der Tat. Aber kann er dann überhaupt noch am Leben sein? Ich meine, die Katastrophe, die wenigen Überlebenden, der Drache. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir brauchen das zweite Artefakt. Sie sprachen vorhin davon, dass die Mönche zwei Klöster gegründet haben. Dann befindet sich der zweite Schlüssel in dem anderen Kloster? Davon gehe ich tatsächlich aus. Die zweite Gruppe der Priester wanderte über die Gipfel des Himalaya, den sogenannten verlorenen Horizont, bis ins heutige Indien und verbarg das andere Schlüsselartefakt dort in einer Tempelanlage. Leider konnte ich nie herausfinden, wo sich diese genau befindet. Aber wir haben doch das Drachenauge und die Inschriften in dem Kloster besagen, dass es uns die Lage des zweiten Schlüsselartefakts verraten wird. Das schon, aber Sie vergessen, dass wir auch die Karte der Hüter benötigen. Ich habe lange nach einer Karte gesucht, die aus solch alten Quellen stammen könnte. Die einzigen Hinweise, die ich gefunden habe, beziehen sich auf eine merkwürdige Landkarte, die ein osmanischer Admiral namens Piri Reis 1513 angefertigt hat. Auf dieser Karte sind zum Beispiel die eisfreien Umrisse der Antarktis zu sehen. Wie Sie wissen, wurde dieser Kontinent offiziell erst 1820 entdeckt, also mehr als 300 Jahre später. Wie konnte Piri Reis dann aber damals schon wissen, wie der antarktische Kontinent ohne Eis aussieht? Den handschriftlichen Notizen des sprachbegabten Admirals nach griff er bei der Erstellung seiner Karte auf tausende von Jahren alte Quellen zurück, die ihm bei einer Reise durch den fernen Osten in die Hände gefallen waren. Leider gibt es von der Karte heute nur noch ein kleines Fragment. Der überwiegende Teil ist verschollen. Wurde aber von den Nazis gefunden. Was? Als sie den Namen des Admirals So und So Reis erwähnten, habe ich mich daran erinnert. Piri Reis. Ich war dabei, als die Anführerin der deutschen Expedition, diese Gräfin von Hagenhild, davon geredet hat, mit dem Drachenauge eine Karte in einem Berliner Museum untersuchen zu wollen. Dabei fiel auch der Name Piri Reis. Das wäre allerdings eine Sensation. Ich würde es eher als Chance bezeichnen. Eine Chance für uns, das zweite Schlüsselartefakt zu finden. Und zwar vor den Nazis. Sie wollen nach Berlin fahren? In die Höhle des Löwen? Wir haben keine andere Wahl. Nur so können wir die Piri Reis-Karte mit dem Drachenauge untersuchen. Aber dort dürfte es vor Wachen nur so wimmeln. Und die Karte selbst wird bestimmt nicht einfach in einem Schaukasten ausliegen. Wie stellen Sie sich das vor? Damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Jetzt sollten wir schnell das Drachenauge aus Ihrem Laden holen und nach Berlin aufbrechen. Zurzeit finden dort die Olympischen Sommerspiele statt. Wir dürften also unter den Besuchern aus aller Welt nicht weiter auffallen. Wie Sie meinen. In Ordnung. Lacoste müsste mit der Inventur meines Ladens inzwischen auch fertig sein. Also, lassen Sie uns das Drachenauge holen. Warten Sie bitte einen Moment. Das Drachenauge ist im Hinterzimmer versteckt. Na dann. Hier, das ist es. Sehen Sie, unversehrt und funkelnd. Wie an dem Tag, als wir es gefunden haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lassen Sie uns den nächsten Zug nach Casablanca nehmen und nach Spanien oder Portugal einschiffen. Je größer unser Vorsprung vor den Nazis, desto besser. Ich muss schon sagen, Ihre dynamische Art imponiert mir, junger Mann. Ich auf meine alten Tage. Professor, in Deckung! Ach, Schande.
Ach, na super, das Drachenauge können wir vergessen. Vergiss ihn, wir haben das Drachenauge. Lass uns abhauen. Na super. Professor. Sie haben es mitgenommen? Sie dürfen sich nicht anstrengen. Bleiben Sie liegen. Ich hole Hilfe. Seien Sie kein Narr. Sie müssen ihn sofort folgen. Aber Sie brauchen dringend einen Arzt. Nein. Hören Sie mir genau zu. Man wird Sie nicht aus dem Land lassen, wenn man Sie hier findet. Folgen Sie ihnen. Verlieren Sie keine Zeit. Sie können mir hier nicht mehr helfen, mein Junge. Aber helfen Sie sich und allen anderen. Halten Sie sich an Ihren Plan und holen Sie das Drachenauge zurück. Nun liegt es allein an Ihnen, zu verhindern, dass die Nazis nach Shambhala gelangen. Ach, warum sterben immer die Leute in seiner Umgebung? Inzwischen in Hongkong. Verzeihung, Sir. Soeben ist ein Telegramm für Sie eingetroffen. Danke, Huxley. Ist noch etwas? Nein, Sir. Ich dachte nur... Schon gut. Ich brauche Sie im Moment nicht. Sie können gehen. Deutsche Soldaten haben uns in einem Kloster überfallen. Stopp. Richard ist immer noch dort. Stopp. Paddock hat mich befreit. Stopp. Konnte mich nach Indien durchschlagen. Stopp. Schicken Sie Verstärkung. Stopp. Warte im Camp Hadley in Rangpur, Nordindien. Stopp. Gezeichnet, Lieutenant Thomas Finch. Stopp. Mhm. Okay, der Governor kommt mir sehr zwielichtig vor. Und irgendwas sagt mir, keine Verstärkung wird kommen. Viertes Kapitel in der Höhle des Löwen. Die Gräfin und ihre Schergen sind im Hof dieses Gebäudes verschwunden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um das Museum, in welchem sie die Karte des Piri Reis mit dem Drachenauge untersuchen wollen. Tja, zufällig ist das auch genau mein Ziel. Ja, aber hier mache ich jetzt erstmal eine Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.